Kabel bauen, ha? Dafür brauchten wir den Ignis Extruder. Haben wir noch einen vorrätig? Extruder. Dim, dim, dim. Wie sah das komische Ding aus? Ernsthaft, wo sieht das? Ah, da. Haben wir alles vorrätig? Ja, sehr schön. Dann bräuchten wir, das ist ein Fluid Importer, wir brauchen Fluid Exporter, zwei Stück. Fluid E. Exporter, dafür werden wir nicht alles vorrätig haben. Was? Wir haben kein Eisen. Ernsthaft? Oh, okay. Ich muss mal wieder Zeug reinwerfen. So, weg, so, weg. Stackweise Blöcke reinschmeißen. So, warum wird das hier nicht eingeschmolzen? Das muss beim Exporter wohl fehlen. Das können wir kurz mal einstellen. Der untere Exporter war es, glaube ich. Genau du. Bitteschön. Du bist jetzt nicht am Schmelzen, weil du aus bist. Charcoal. Tonnen von Charcoal. Hier. Bitteschön. Das ist doch doof. Also, okay, ich mach das Ding mal kurz kaputt. Du kommst her. Du kommst. Ja, ist ganz viel Charcoal. Dann nehme ich jetzt dich dahin, setz dich da in die Ecke. Mach dich da weg. Und ich habe viel zu viele Steine im Inventar und Federn und was weiß ich. Bock, bock, bock. Genau, hier oben drauf ist der Hühnerstall. Du da. So. Du bist jetzt zuständig für Brennmaterial. Wenn ich jetzt hier Brennmaterial reinschmeiße, den Rest da oben aufsammle, müsstest du jetzt durchgehend, genau, befüllt werden. Also man darf es wirklich nicht auf der obersten Ebene haben. Das hatte ich vor ein paar Folgen schon mal angemerkt. Aber sinnvollerweise habe ich nichts dran verändert, sondern bin einfach weitergegangen. Das war vielleicht nicht so die beste Idee. Kabel. Das heißt, das bauen wir jetzt um. Du weg. Du hin. Du mit. Du hin. Hin. Und hier ist ein Exporter. Der müsste ja noch vorkonfiguriert sein, richtig? Genau, du exportest Charcoal da rein. Zum Brennmaterial. Jetzt, ne? Sollte das auch so laufen, wie es laufen soll. Gut, das heißt, wir können die Geschichte mit dem Extruder erstmal knicken. Das muss warten. Wir werden dann... Haben wir noch welche von den Kabeln über? Falsch. Hier ein bisschen Glas. Redstone müssen wir neu reinwerfen. Yay! Wir haben 6 Redstone-Conduits. Super. Ups. Komm her. So, das waren die automatischen Dinger, die nicht mehr am Arbeiten sind. Nee. Was sagen die Redstone-Vorräte? Redstone. Ah, können wir dann Stack einschmelzen. Du kannst dahin. Wir hätten gerne Kondu. Eats. Die da. Oh, 60 Stück. Sehr cool. Die reichen mir auch erstmal. Damit müssten wir von da hinten bis hier oben schon mal hinkommen. Mal Crucible. Rein mit dir. Du. Rein mit dir. Flup. 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 Sehr schön. Also, da können wir dann gleich die Kabel weiterlegen. Dann, wo ich gerade hier bin, baue ich mal ein paar Ecken auf, damit man so ansatzweise erkennen kann, wo was ist und damit der Wand weiß, wo Ecken sind. Ich glaube, das ist allgemein eine schnellere Taktik, als den Builderspawn zu benutzen, dann an eine Ecke zu kommen, dann von Hand, dann wieder Builderspawn, wieder von Hand. Nee, nee, nee. Ich teste jetzt mal so, wir bauen jetzt einfach überall die Ecken hin und wenn die Ecken dann später alle stehen, dann gehen wir mal mit dem Builderspawn dran und füllen nur noch auf. Das müsste wesentlich schneller gehen. So, da hinten noch eine Ecke. Und das sind immer wieder sporadisch, bis die irgendwann alle stehen. Da ist noch eine Ecke. Oh.
nicht runterfallen. Apropos runterfallen, Jetpack und so, da wurde jetzt schon recht häufig gesagt, bau doch endlich den Glider aus OpenBlocks. Glider. Habe ich noch nie benutzt, das Ding. Guck mal. Sieht schon mal sehr Paint-artig aus. Hangglider. Glider Wing und Stick. Genau, ich baue einen Glider. Du mich ja auch. Das sind 12 Leder. Ich guck mal in unser schönes ME-System. Wie viele Tonnen Leder haben wir denn? 4. Ich werde keinen Glider bauen. Vielen Dank für den Hinweis. Leute, gibt's. So, da. Redstone ist alles eingeschmolzen. Und 60 frische Kabel. Sehr gut. Die verlegen wir doch gleich mal. Oh, ich glaube, wir können sogar gleich schon die erste Maschine damit anschließen. Wir haben jetzt hinter uns irgendwo gleich den Planter. Oh, erstmal haben wir Smattery. Wie machen wir es mit den Kabeln am besten? Einfach unten drunter, ne? So, dann einen Knick. Und danach gleich wieder nach oben. Weil man soll ja später hier auch noch drin rumgehen können. Das ist ja alles nur ein Zwischengang. Oh, und gleich wieder runter. Ja, nee, das bringt nichts. Weg. Weg. Doch ein bisschen länger unten bleiben. Da. Da. Und jetzt hier wieder hoch. Du musst noch weg. Genau, bauen Steine einfach mitten hin. Ich meinte eigentlich den da und den wegmachen. So, was bist du? Du bist ein Elevator-Block, du brauchst nichts. Aber da, das Ding braucht Strom. Nee. Klick. Ja, es wird jetzt wuselig. Aber dafür sind die Wartungsschächte ja da. Wozu bist du gewesen? Achso, du warst für eine etwaige Verbindung zu dem Ding da. Ja, okay. Das heißt, du gehst darum, du gehst darum, du gehst da wieder hoch. Gehst daran und so. Das heißt, das Ding müsste jetzt schon mit... Oh. Mit Energie versorgt werden, richtig? Bam, ja, ist am Arbeiten. Das ist jetzt nicht gut. Du... Kannst aus. Ja, weil wir haben noch genug Rubber, das ist alles okay. Also, erstes Gerät erfolgreich angeschlossen. Riesiger Generatorraum für einen Planter, der dann ausgeschaltet wird. Das ist schon mal nicht so toll. Wir brauchen hier noch Netherrack. Wir brauchen hier noch Netherrack. Wir brauchen hier noch Netherrack. Und ganz viele Exporter. Aber es braucht alles Eisen, das haben wir gerade nicht, das ist okay. Ich baue lieber hier oben die Kabellage weiter. Und zwar hier in die Richtung, damit wir die Maschinen mit denen verbinden können. Hey, was haut mich da und von wo? Bye bye, wo kommst du denn her? Komisch, komisch. Wie kriegen wir am besten das da mit dem verbunden? Also hier oben die Decke sieht man eigentlich gar nicht. Das ist immer so schwer vorzustellen, wo später welche Wände hinkommen und so weiter. Aber hier, ne? Bis zu der Höhe, alles darüber sieht man nicht. Das heißt, wir können die Kabel hier theoretisch bis über die Geräte machen. Also bis hier die Kabel hin. Denn hier durch die Wand durch. In den nächsten Zwischenraum. Ne? Hier ist ja auch wieder so ein schöner Zwischenraum. Und hier sieht man das sogar recht gut. Und dann hier irgendwo einen Durchbruch machen. Aber am besten von der anderen Seite aus, damit ich weiß, wo die Kabel hin müssen. Das wäre in dem Fall... Du bist da echt doof. Weg mit dir. Das wäre in dem Fall hier. Zack. Hier. So. Das sieht jetzt ein bisschen alternativ aus, aber ich glaube, da könnten wir auch Cover mitarbeiten. Also früher gab es zumindest so ein Cover, das war in der Mitte mit einem Loch und da passt das Kabel eventuell durch. Also ja, dich hätte ich gerne hier
Und dann hier runter, Fragezeichen. Dann kann man sich nicht mehr so gut bewegen. Also eigentlich muss es doch wirklich oben rumlaufen und dann erst im letzten Moment runter. Warum bleibe ich jetzt andauernd in den Blöcken hängen? Das ist ja komisch. So. Wieder hoch. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Bis hier. Dann hier unten. Dann mich erstmal durchgehen lassen. Dann hier runter. Da lang und da unten müssen wir hin. Da, 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 da. Oh. So. Das müsste jetzt auch verbunden sein. Wie komme ich da jetzt am besten wieder hin? Da lang. Okay. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt die vier hier unten wegnehmen können. Testen wir. Flup, 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 flup. Und dann auch die Fluid-Exporter da wegnehmen. Die können wir dann anderweitig besser gebrauchen. Was braucht denn durchgehend Strom? Du zum Beispiel. Und du hast durchgehend Strom. Sonst, ja, alles am Arbeiten, alles hat Strom. Alles ist gut. Sehr schön. Das heißt, oh, der Schleimraum ist fertig. Komm her. Schere? Ich nehme die Hand erstmal. Nix. 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 Okay, das ist nicht gut. ich glaube, der Schleim kommt hier aus den Blöcken. Ja, ein Schleimblock sind vier Schleimbälle. Ich hätte aber ganz gerne die Setzlinge. Setzlinge bekomme ich aber nicht mit der Schere. Mit der Schere bekomme ich nur die Blätter. Ein Crook? Ich denke nicht, dass ein Crook damit funktionieren wird. Das wird nur für Vanilla-Dinger sein. Aber wer weiß. Ich hätte gern Sticks. Was ist das Falsche? Ich habe zu viele Plight Energy Sticks gespielt. So. Und hoffen wir mal, dass so mehr rauskommen. Ja, da ist der erste. Sehr gut. Dann können wir gleich Schleimbäume machen bei der Baumfarm. Das hätte was. Aber, zwei. Gut, da. Also es wirft schon mal mehr Setzlinge ab, als man braucht, um es zu produzieren. Das ist sehr gut. Und random türkise Schleimbälle. Schön, 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 schön. Das werde ich jetzt einmal komplett mit dem Crook hier machen, bis der Crook kaputt ist. Dann zerlege ich den Baum selbst und werde dann die Baumfarm umbauen, dass er Schleimbäume produzieren soll. Oder vielleicht Hälfte Schleimbäume, Hälfte Gummibäume. Weiß ich noch nicht. Weg, 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 weg. Den Crook will ich auch loswerden, nicht, dass er wieder im Inventar rumschwirrt. So, bye, bye, Crook. Vier Saplings. So, wir haben jetzt diese drei Blöcke da. Ich guck mal, ob man die irgendwie effektiver zu Schleim verarbeiten kann. Vier, wenn man es so macht. Nö. Okay. Dann zerlege ich dich jetzt zu 12 Schleimbällen. Oh. Also es ist kein Hühnchen mehr da. Sehr gut. Das ist eine sehr effektive Farm. Das ist Toastbrot. Da müssen wir uns noch was anderes einfallen lassen. So, Baumfarm, wo bist du? Du bist hier unten drunter unter dem Chunkloader. Komme ich hier noch... Das ist der Nachteil von den ganzen Mauern jetzt. Man kommt nicht mehr so gut hin und her. Und hallo Zombies, die kommen, weil ich das da oben nicht ausgeleuchtet habe. Fackel, da, so. Klick, klickidi, klick, klick, klick. So. Genau, hier wollte ich ran. Du... Was bitte Schleimbäume? Und bist an. Wahrscheinlich steht schon irgendwas drauf, ne? Bisschen was, ja. Der Holzfäller hier ist, glaube ich, ausgeschaltet. Macht ihn auch mal an.
Und keine Energieversorgung. Okay. Also nächstes Ziel, das wir mit Strom versorgen wollen, den Logger da. Und Jetpack ist bald alle. Es gab auch den Hinweis, dass ich doch eventuell ein zweites Jetpack bauen sollte. Und das klingt gar nicht mal so schlecht. Muss ich nur die Zeit für finden, beziehungsweise mir nehmen. Und hier ist alles dicht gekabelt, das geht gar nicht. Mach mal den nach da hinten und den räume ich da hinten mal auf. Das muss man schon irgendwie besser gestalten können hier. Genau, wir machen das Verbindungsstück da weg. Das weg. Dann kommt hier Conduit. Conduit nach unten. Conduit irgendwo weg. Und dann hier ME-Kabel da. So. Da eins hin. Da eins hin. Ja. Dann haben wir hier hinten wenigstens den Strom. Oh, du bist nicht angeschlossen. Wusel, Wusel. Sieht jetzt noch abgefahren aus als vorher. Das stimmt wohl. Aber wir haben hier die Stromversorgung. Das heißt, wir könnten theoretisch das Ding bis ganz runterziehen und das ME-System damit auch verbinden. Wobei ich eigentlich echt ganz gerne ein eigenes System, also das eigene Stromsystem für das ME-System hätte, damit es unabhängig ist. Muss ich überlegen. Aber wir können jetzt gleich erstmal das da mit dem da verbinden.